Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und das, obwohl heute nicht mal Sonntag ist. Ja, ihr habt euch nicht geirrt, es ist tatsächlich Mittwoch und es hat schon seinen Grund, warum ich mich hier draußen für euch versammelt habe heute am Mittwoch. Denn ich möchte euch ein paar Neuerungen mitteilen für meinen Kanal für 2021. Ja, und ich sitze tatsächlich draußen in der Natur. Warum? Kann mir kein Greenscreen leisten, von daher. Nein. Gehe ich einfach raus, Wetter ist geil, die Sonne scheint. Warum soll man das nicht nutzen? Und dann erzähle ich euch hier einfach, was sich auf meinem Kanal ändern wird. So, bevor ich überhaupt anfange mit den Änderungen, als erstes erstmal ein riesengroßes, schönes Dankeschön für meine ersten 1000 Follower. Wow, geschafft. Hätte niemals gedacht, dass ich die 1000 zusammenkriege, als ich den Kanal gestartet habe. Aber ihr habt es möglich gemacht. Ihr folgt mir. Ihr schaut euch an, was ich produziere. Euch gefällt es anscheinend, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht da. Und dafür danke, denn ihr wisst, die ersten 1000 sind die schwersten. Und somit seid ihr die ersten 1000 natürlich auch am wichtigsten. Und ich finde das einfach super geil. Und ich werde natürlich alles tun, um euch weiterhin möglichst geilen Content zu bieten, der euch gefällt. Und deswegen wird quasi das Altbewährte auch nicht wegfallen. Das schon mal vorneweg. Also es wird auch weiterhin jeden Sonntag Videos geben rund ums Thema Van-Ausbau, rund ums Thema Van-Life. Daran wird sich mal gar nichts ändern. Das schon mal vorneweg. Das ist wichtig zu sagen. Aber dennoch werden so ein paar Sachen kommen, die neu sind. Und zwar fange ich mal gleich mit dem hässlichsten Thema an. Und zwar Werbung. Ja, ich weiß. Keiner mag Werbung, alle hassen Werbung, es nervt, wenn die Videos andauernd unterbrochen werden. Ich reg mich selbst auch darüber auf, wenn ich dann 10 Minuten Video sehe und gefühlt 6 Werbungen habe, die ich wegklicken muss. So schlimm wird es nicht werden, aber dennoch wird es auf meinen Videos ab sofort auch Werbung gehen. Aber das hat auch ganz einfache Gründe. Zum einen, seit 2021 hat YouTube in seinen AGBs sich selbst die Berechtigung erteilt, Werbung schalten zu können. Ganz einfach. Vorher war das aber nicht möglich gewesen. Vorher war es tatsächlich immer nur durch die Monetarisierung, dass jeder Kanal selbst für sich entscheiden konnte. Sprich, habe ich 1000 Abonnenten, kann ich monetarisieren, kann ich Werbung schalten, kann ich Geld verdienen. Ist nicht viel, aber kann ich. Will ich das nicht, mache ich das nicht und dann kommen auch keine Werbungen. So einfach ist jetzt nicht mehr. Mittlerweile kann YouTube das für sich selbst entscheiden. Sprich, ist der YouTube-Kanal gut und YouTube merkt, Mensch, da gucken genug Leute, da schalte ich Werbung. Und das kann YouTube jetzt machen. Das heißt, YouTube kann selbst von sich aus Werbung schalten und natürlich dann 100% der Einnahmen für sich behalten. Und warum soll ich das machen? Ganz im Ernst. Wieso soll ich mir die Arbeit machen und YouTube davon profitieren lassen? Wäre doch doof, oder? Von daher habe ich mich dazu entschieden, auch Werbung zu schalten. Ich werde euch nicht zuballern mit Werbung, ist ja keine Angst haben. Bei mir werden keine 6 Werbespots laufen in 15 Minuten oder sowas. Das finde ich völlig übertrieben. Aber ich werde definitiv so 1-2 Werbeblöcke reinhauen. Am Anfang sowieso immer einer dran. Wie gesagt, YouTube macht das sowieso irgendwann. Also mache ich das für mich. So bekomme ich wenigstens 55% der Einnahmen und YouTube nur 45%. Pa! So, ganz einfache Nummer. Aber wie gesagt, ich will euch damit nicht zubummen. Ein bisschen Geld, warum? Schadet ja nicht. Thema Geld geht es noch weiter. Ja, heute unangenehmes Thema, aber muss ja mal drüber gesprochen werden. Und zwar habe ich meine ganzen Links, die ich euch immer drunter packe, habe ich jetzt auch einmal angepasst. Und zwar habe ich mich jetzt beim Amazon-Partnerprogramm angemeldet. Sprich, wenn euch irgendwas gefällt und ihr auf den Link drauf geht, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich ja da gar nichts. Das ist schon mal das Schöne. Ihr geht nach wie vor rauf. Ist ja nur eine Empfehlung. Ihr guckt euch das an, ob euch da was gefällt oder nicht. Vielleicht ist ja was dabei. Aber wenn ich euch ein paar Materialien, ein paar Sachen einfach zeigen kann, die mir persönlich gefallen, die euch vielleicht weiterhelfen, warum auch nicht dafür eine kleine Provision kassieren? Wie gesagt, das ist alles nicht viel, aber es ist immerhin ein bisschen. Weil eins darf man nicht vergessen, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken oder sowas, aber durch diese Situation, die wir gerade haben mit Corona und Co., habe ich auch keinen Job mehr. Ich bin tatsächlich seit April letzten Jahres zu Hause und kann meinen Job nicht nachgehen. Leute, die es noch nicht wissen, ich arbeite halt als Seefahrer in der Tourismusbranche und das steht momentan einfach still. Sprich, ich kann kein Geld verdienen. Also lebe ich momentan tatsächlich von meinem Geld, was ich mir jahrelang erspart habe und ja, dementsprechend einfach auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Cent über die Werbung oder über irgendwelche Links einfach zu generieren, kann nicht schaden. Man muss halt gucken, wo man bleibt. Nur man will ja weitermachen mit der Sache hier. Macht Spaß. Es ist richtig geil, diese Videos zu produzieren. Also das ist schon zu einer Leidenschaft geworden.
Und ja, das möchte ich einfach weitermachen. Falls mich der ein oder andere noch zusätzlich unterstützen möchte, habe ich mich auch bei Patreon angemeldet. Den Link findet ihr unten. Könnt ihr gerne drauf gehen. Ich habe da auch keine Staffelungen eingeräumt oder sonst irgendwas, dass man sagt, so viel oder so viel soll man zahlen. Nein, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe es voll auf Basic, sprich, falls mich jemand unterstützen will, kann er selber entscheiden, ob er mir einen Cent pro Monat stiften will oder 15. Das ist mir eigentlich scheißegal. Wie gesagt, einfach nur, dass die Möglichkeit besteht, dass man es machen kann. Gut. Strich drunter, Thema Geld, Thema Werbung, Thema Finanzen, einfach abgehakt. Ist immer ein unangenehmes Thema, aber muss halt auch drüber gesprochen werden. So, aber Haken drinnen, Haken hinter und weiter. Was gibt's noch? Was wird noch neu auf dem Kanal? Wie ihr seht, ich bin ja am Mittwoch hier und nicht am Sonntag, weil Sonntag ändert sich nichts, Sonntag bleibt, wie es will. Aber ich möchte einfach noch zusätzlich Videos produzieren. Ja, ich möchte euch einfach noch mehr geben. Und deswegen habe ich gedacht, ich klicke mich mal auch am Mittwoch ein. Ich werde quasi versuchen, jeden Mittwoch um 19 Uhr Videos online zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich das da so regelmäßig mache. Momentan ist mit der Regelmäßigkeit ein bisschen schwierig. Ihr merkt schon, den Content für Sonntag zu produzieren, das ist schon gar nicht so leicht. Zum einen ist es schweinekalt, auch wenn es heute richtig schön warm aussieht, aber wir haben tatsächlich 1 Grad. Man kann halt nicht alles Mögliche bauen im Van, weil die ganzen Werkstoffe dann nicht funktionieren, wie Sikaflex, Silikon und so weiter. Das geht halt bei Kälte nicht. Das zweite ist, durch die Situation momentan sind die Baumärkte natürlich auch geschlossen. Sprich, es ist auch schwierig, an Baumaterial ranzukommen. Und das verzögert natürlich alles den Bau. Aber trotzdem will ich euch ja irgendwas bieten. Das heißt, ich weiß nicht, ob es momentan halt mit der Regelmäßigkeit der Videos klappt. Aber ich gebe weiterhin mein Bestes. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mittwochs noch Videos einstreuen. Aber ohne Plan. Ich habe erst überlegt, mich festzulegen, aber ich will mich eigentlich gar nicht festlegen, weil ich ganz oft irgendwelche Ideen habe, wo ich sage, ach, das kannst du mal machen und das kannst du mal machen und darüber kannst du mal ein Video machen, dass ich der ganzen Geschichte eigentlich gar keinen Namen geben möchte. Aber eins werde ich auf jeden Fall tun. Ich werde hin und wieder auch auf andere Kanäle, andere Videos reagieren. Und ich weiß, jetzt schlagen einige zu Hause die Hände im Kopf zusammen und sagen, oh mein Gott, nicht noch mehr Reactions-Videos, schon wieder einer, der nur reagieren möchte. Und ich kann euch da voll verstehen, das ist echt so ein Hype geworden. Aber mein Gott, es guckt auch irgendwie jeder. Aber auch ich finde es an manchen Stellen tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Man reagiert auf ein Video, dann reagiert derjenige auf denjenigen, der auf das Video reagiert hat. Irgendwann reagiert man nur noch auf Reaktionsvideos von Reaktionen auf andere Reaktionen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ganz so schlimm soll es nicht werden. Aber auch ich möchte hin und wieder mal auf Videos reagieren. Aber nur, um euch auch andere Vanlifer vorzustellen, andere Leute zu zeigen, die ihren Van ausbauen, einfach um da vielleicht noch ein paar Ideen einfach noch mehr auf den Weg zu geben. Ganz oft ist es so, dass man woanders eine geile Idee sieht, das für meinen Van jetzt vielleicht nicht gerade das Praktischste ist, weil ich einfach einen kleinen Van habe, aber ihr habt vielleicht ein anderes Modell und für euch wäre die Idee vielleicht super geil und ihr wisst noch gar nichts von dieser Idee. Und so gibt sich die Möglichkeit, einfach in der Community noch ein bisschen breiter aufzustellen, euch noch mehr Leute nahe zu bringen, noch andere Kanäle zu zeigen, die vielleicht auch klein sind, nicht entdeckt sind. Viele davon werdet ihr wahrscheinlich auch schon kennen oder sowas. Also auf solche Sachen einfach einzugehen. Weil ich glaube, das kann einfach ganz spannend sein und bleibt auch wenigstens noch ein bisschen am Thema Vanlife und Vanausbau. Und manchmal hat man einfach Bock, irgendwas anderes zu drehen. Vielleicht werde ich irgendwann irgendwas anderes machen, was überhaupt nicht in den Content passt oder sowas, weil ich einfach Bock drauf habe und das kann ich dann einfach Mittwoch einstreuen. Ja, das heißt, ihr bekommt ab sofort also, wenn es regelmäßig anlaufen sollte, die doppelte Dosis an Videos, was ja jetzt erstmal prinzipiell gerade nicht schlecht ist. Sonntag guckt ihr ganz normal weiter, wenn ihr Mittwoch einschalten wollt, tut ihr das zusätzlich auch noch, wenn nicht, lasst ihr es einfach sein. Aber ihr habt die Möglichkeit und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der mir noch nicht folgt, dann solltest du das jetzt bitteschön tun, weil dann verpasst du auch nichts mehr und ihr bekommt das Doppelte. Und vielleicht treffe ich natürlich auch noch den Geschmack von anderen Leuten, die mir bis jetzt noch nicht gefolgt sind. Denn meine, ich sag mal, meine Communities sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe mir das mal auf YouTube angeguckt. Da stehe ich momentan, ich glaube hier, bei 93% männlichen Followers. Das ist schon mal eine ganz klare Ansage. Aber klar, es geht natürlich viel auf Ausbau. Aber ich hoffe natürlich auch, dass auch ein paar Damen den Weg hinfinden, weil ausbauen können auch Damen und auch da werde ich euch mal ein paar vorstellen. Von daher ist das gar nicht so verkehrt, dass vielleicht auch noch mal ein paar Damen generiert werden und sich das zutrauen. Das geht auf jeden Fall. Und auf Instagram, auf der anderen Seite, ist das wieder komplett anders. Da habe ich über 60% Frauen, die mir folgen. Das ist krass, wie unterschiedlich das einfach ist. Und da sehe ich einfach, dass das Potenzial da ist, dass ich einfach noch ein paar andere Leute generieren kann und vielleicht auch ein paar andere Leute unterhalten kann. Und
das ist eigentlich so meine Hauptintention, diesen zweiten Tag einzuführen und extra Videos zu bringen über alles Mögliche, worauf ich Lust habe. Vielleicht gibt es auch Videos, wo ich einfach mal nur quatsche, so wie jetzt. Manchmal gibt es vielleicht ein Thema, was erwähnenswert ist, worüber ich reden möchte. Ich werde aber nicht über, wie gesagt, nicht über jeden quatschen und auch nicht über jeden, auf jeden reagieren. Ne? Auch wenn ich gerade auf dem Klostuhl sitze. Ja, ich hab das mal zeigen. Da. Voila, da ist er. Sehr praktisches Teil. Wie gesagt, trotz des Klostuhls werde ich nicht auf jeden reagieren. Das muss echt nicht sein. Also soll doch schon noch ein bisschen interessant irgendwo sein. Und wir gucken mal und ich werde mein Bestes geben und versuchen, das Beste rauszuholen für euch natürlich. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's mit dem Video. Denkt dran, immer schön in Bewegung bleiben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn du möchtest. Ciao.